Vogel der Woche. Na, schauen wir uns diesen eigentümlich grauen Dezember an, zumindest hier. Dann ist natürlich von sowas wie Wintergefühl und schon gar Weihnachten nicht zu spüren. Jetzt bin ich ja eh nicht so ein Weihnachtsfan und brauche das auch gar nicht mit diesem ganzen Schnee und Glöckchen und Lichtern und so. Im Gegenteil, das stößt mich eher ab. Aber die Frage ist natürlich trotzdem die nach dem, gibt es denn sowas wie so ein Weihnachtsvogel? Und jetzt wollte ich mit Ihnen aber bitte nicht über die Weihnachtsgans August reden, sondern über eine Farbe, die Farbe Rot. Ne, Sie wissen schon, Weihnachtsmann und so. Jetzt ist es ja nicht Coca-Cola, die den Weihnachtsmann rot gefärbt haben, sondern es gab ja Darstellungen des Knecht Ruprecht, also dem Knecht, der mit dem St. Nikolaus unterwegs war, der dafür zuständig war, sozusagen, ne, ihr Kinder, gute Kinder, schlechte Kinder und so, dieses alte Erziehungsmärchen hochzuhalten. Und dessen Darstellung war schon im 19. Jahrhundert gern mal mit braunem oder rotem Wintermantel, ganz im Gegensatz zum Väterchen Frost, ne, in Russland, der tatsächlich aus dem Wald kommt und da ist ja nun mal Schnee, kontinental. Klima und so, schweinekalt, dann eben einen weißen Mantel hatte, mit so ein bisschen Blau dran, Eiseskälte und so, war das doch eher so eine Art wärmende Erscheinung, diese Idee. Und die dann, ich glaube, 37 oder so in den 30er Jahren, jedenfalls von Coca-Cola, so genial umgemünzt wurde, als im Dienste der Company das Gute zu verteilen und so. Was für ein genialer Schachzug. Aber ich habe gedacht, vielleicht ist die Entdeckung ganz anders gelaufen, denn in den USA gibt es einen kleinen, na, so klein ist er gar nicht, ein Vogel, unser Vogel der Woche, der im Winter, wenn es dann auch Illinois, Michigan oder in den östlichen US-amerikanischen Staaten knacke kalt wird und alles von einer ewigen Eisschicht überzogen ist, dann leuchtet ein Vogel, der nämlich dort bleibt und mit gut 20 cm auch schön sichtbar ist, knallrot. Die Rede ist vom roten Kardinal. Der hat dann auch so eine leichte Haube, sitzt immer so ein bisschen auf Abflug oder man könnte fast sagen auf Krawall gebürstet. Also der hat echt eine imposante Erscheinung. So einen kurzen, kompakten Schnabel, der auch so ein helles Rot hat und mitten, zumindest beim Männchen, in einem schwarzen Gesicht sitzt. Das Weibchen ist insgesamt ein bisschen eher braun, aber das Männchen roter Kardinal. Die waren im 19. Jahrhundert zum Beispiel ja auch sehr beliebt, weil die haben eine schöne Stimme. Also wenn die singen, beide Geschlechter. Ja, sowas, dann war das natürlich ein genialer Käfigvogel, wie Kanarienvögel zum Beispiel oder so, ne? Das ist schon seit längerem unter Strafe gestellt, den Kardinal einzucagen und zu halten. Aber bekannt ist er schon und beliebt. Vielleicht auch wegen seiner großen Verbreitung, kennen ihn eben einfach viele. Also vom südlichen Kanada bis runter in die Karibik gibt es den Kardinal, so quer östlich USA, also im gesamten Osten der USA. Und dann eben im Winter da mit so einem geilen roten Klecks. Dazu kommt, dass er gern in menschlicher Behausungsnähe unterwegs ist, also in so offenen Landschaften, Parks, vorstädtischen oder auch mal, wenn es so ein bisschen geruhsamer ist. Ich war mal mit meinem Freund Bill in seiner Heimatstadt Grand Rapids, das ist auf der Ostseite des Michigan Lakes, und wir kamen von diesen aufgetürmten Eisbergen am Ostufer dann in diese doch recht banane US-amerikanische Großstadt Grand Rapids. Und das Einzige, was mir so neben dem Elternbesuch dann so einfiel, da mal so ein bisschen rumzugucken, ob nicht mitten im Winter, im Februar, irgendwelche Vögel zu sehen sein könnten. Und den einzigen, den ich gesehen habe, war eben dieser rote Kardinal. Und da schaute ich so hin mit meinem Fernglas und sofort gingen die Reihenhausfenster auf und ich wurde angeschnauzt, was ich denn hier mit dem Fernglas machen würde. Rednecks. Könnte glatt in Deutschland passiert sein. Und da war mir dann dieser rote Kardinal gleich nochmal sympathischer, weil es so ziemlich das einzig Sympathische war in dieser ganzen Stadt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass aufgrund dieser Farberfahrung, ne, aus der Natur kommen, Weihnachtsmann und so, kommt ja immer irgendwie aus dem Wald, aus irgendwelchen, ne, weiß man ja nicht, dass die da ja eigentlich die Idee hatten, dem das rote Federkleid anzugedeihen. Aber wie dem auch sei, mein Weihnachtsvogel der Woche ist in jedem Falle der rote Kardinal. Auch wenn es ihn hier nicht gibt, schade eigentlich. Hier wird er vielleicht so ein bisschen ersetzt durch den Kernbeißer, den ich ja auch sehr mag. Diese punkige Erscheinung, die hier durch unsere Parks und Waldränder geistert und auch so eine kleine Agro-Präsenz hat.
Naja, dann ich wünsche einen angenehmen Jahreswechsel und wir hören uns nach diesem ganzen Rumgeprasse wieder mit meinem Lieblingsvogel des Jahres. Schöne Woche und ich hoffe, Sie sind nicht in der Familienfalle mit alle beschenken müssen und so weiter, sondern können ein bisschen rausgehen und nach Farbtupfern in der Landschaft schauen. Machen Sie es gut. Vogel der Woche.